Hallo. Ja, gut. Wenn du ein bisschen was haben willst. Hey, du hast dich im Boden verliebt. Yeah. Hello, guys. Hast du den Tisch aufgeräumt? Ja, ey. Vorbildlich, Kannst du dir nicht vorstellen, was hier los ist. Ey, wir gehen da raus, fahren so schön mit unserem Wägelchen. Plötzlich macht dann BAM! Ey, ist von Ami einfach voll vor so einer Laterne gefahren. Aber wirklich hat sich das ganze Auto zerlegt. Und einfach so, wie kann man um 9 Uhr morgens sich den Tag so holen? Als wir mit unserer Vorproduktion fertig waren und es daran ging zu überlegen, wer könnte jetzt unser Album machen, sind wir halt erstmal direkt bei uns in der Gegend geblieben, haben überlegt und überlegt und wollten das Ganze eher lokal machen. Es ist für Redfield auch eine Neuerung, so früh bei einer Band einzusteigen, wie wir das jetzt getan haben bei Breathe Atlantis. Normalerweise liefert die Band das fertige Produkt ab. Wir bringen das dann quasi raus, wir sind dann dafür zuständig, dass Marketing und Promotion passiert. Bei Breathe Atlantis war es dieses Mal der Fall, dass wir schon eingestiegen sind, dass wir uns schon mit denen zusammengesetzt haben, bevor das Album überhaupt komplett fertig geschrieben war. Den Christian Diehl, unserem Label-Boss von Redfield, habe ich irgendwann am Bahnhof nachts um 2:30 abgesetzt auf einer durchzechten Nacht auf einer Raw-Party. Und kurz bevor ich ihn abgesetzt habe, plötzlich war er ganz still und hat nichts mehr gesagt. Ich dachte, Chris, was ist los? Ne? Und er sagte, ey, ich hab eine Idee. Und ich dachte eigentlich, er wollte erst Döner essen gehen oder so, keine Ahnung. Warum nicht mal was Besonderes machen und warum nicht mal irgendwie groß denken und das tun, was jede Band ja sowieso versucht zu tun, den eigenen Traum leben und zu sagen, wie wäre es denn, wir suchen uns einfach mal einen Produzenten in Amerika und gucken einfach mal, ob das funktioniert. Ja, dann haben wir quasi, glaube ich, so groß gedacht, wie es da irgendwie geht. Haben einfach mal ganz viel rumgefragt und haben dann Dan Cornef gefunden. Und das war, glaube ich, das Beste, was uns passieren konnte. Sometimes I wish I could be in a better place. With something that I can embrace, I get lost. Sometimes I hope there will be better ways, but I can't even find a trace. Ja, als wir ankamen, denke ich mal, hatten wir alle so ein bisschen gemischte Gefühle, weil man nicht so richtig wusste, was einen erwartet. Ja, das war so ein Moment, den ich niemals wieder vergessen werde in meinem Leben. Wir sind sehr weit geflogen, haben nicht geschlafen. Ich war zu dem Zeitpunkt etwas mehr als 40 Stunden am Stück wach. Wir waren alle richtig fertig und kommen dann an im Studio. Und jetzt sind wir auf einmal hier in New York, neben den goldenen Schallplatten von Paramore und Breaking Benjamin. Von Kiss Which Engage, Paramore, Pierce the Veil und die ganzen. Also, und ja, dann stehen wir da und dann denkt man sich, Mann, wo bin ich da reingeraten? Also man kann es selber einfach gar nicht fassen, was hier gerade überhaupt abgeht. Am Anfang natürlich hat man natürlich diesen übertrieben krassen Respekt von dem riesigen Produzenten und wir sind einfach nur eine kleine Band aus Essen. Sehr, sehr schnell haben wir dann den Weg auch zusammen gefunden und dass wir auch gemeinsam auch nicht nur diese Arbeitsebene haben, sondern auch quasi dieses, ich meine, wir wohnen ja auch hier wirklich und dass man sich auch wirklich fallen lassen kann und mit vollem Herzen auch dabei sein kann. Ja, letztendlich waren wir, glaube ich, alle total überrascht, wie unglaublich gastfreundlich und herzlich der Typ ist und einfach was für ein netter Dude irgendwie. Ne? Alle Türen sind offen, wir wohnen hier, wir schlafen hier, wir essen hier, wir kaufen ein, wir trinken Kaffee, machen was wir wollen, können uns hier bewegen, wie wir wollen. So far, you guys have been way too nice. Way too nice. I didn't see anybody piss on anybody. No one's puked yet. No fist fights. Like, is this really a band? Or you're just friends? Like, I don't know. Also es ist in erster Linie natürlich unfassbar beeindruckend, aber man muss dann natürlich auch darauf achten, dass man nicht nur beeindruckt ist, sondern dass man merkt, dass diese Sache sich auch lohnt und dass die Band
weiter nach vorne bringt und dass auch alles richtig ist, was passiert. Er ermöglicht halt uns das einfach alles durch sein krasses Vertrauen. Und da finde ich, sagt schon viel über ihn aus. Und die Zusammenarbeit ist einfach der absolute Wahnsinn. Also das wird einfach ein wunderbares Album. Yeah, so it actually worked out pretty well. I was excited when I heard the songs. I thought they were really good songs, which is, it was always a bonus. There are a lot of different styles within there that you can hear. You have some heavy songs, you have some rock songs, some pop stuff in there. There's a ballad. So it's sort of all across the board. You know, when I listen to these songs, and we're going through pre-pro and we're picking out all the different pieces and stuff like that. You know, it's important for me to have a certain variety of songs. You know, you don't want all the same thing. You don't want, you know, all sorts of different things that don't relate to anything. So I think we had a good balance of that. Yeah. And a good representation of what your band can do. We are the stars in the deep of the dark. I hope that's our lives well. Always strike a spark. Baby, I won't catch a fire. Wir haben uns für Dan Cornef als Produzenten entschieden, weil wir so ein bisschen weg von diesem sehr technischen, vielleicht sehr synthetischen, digitalen zu einem lebendigen, warmen Rocksound wollten. Ja, den Typ arbeiten zu sehen, ist halt einfach der Wahnsinn, ne? Der Mann verpasst jedem seinen Signature-Sound, also er versucht nicht eine Band in irgendeinen Genre-Sound zu pressen, sondern geht da wirklich total auf die Band ein. Und was da am Ende rauskommt, ist einfach der Sound Breathe Atlantis. You know, sometimes it's not always about the way it sounds. It's about the songs and make sure the song's right, the song feels a certain way, it has a certain mood. That's why we listen to music, because it makes us feel a certain way. Das sind Sachen, die man hinterher auf dem Album gar nicht mehr hört. Die fühlt man einfach. Also das sind Sachen, die kann man nicht mehr raushören, die verschwimmen oder verbinden sich mit den anderen Elementen wieder, aber das Gesamtergebnis ist einfach das, was wirklich einfach nur für sich spricht. Über dieses Zufriedenheitsgefühl, wenn man da noch viel weiter drüber hinausgeht, das ist hier quasi der Ausgangspunkt, wo Dan anfängt zu arbeiten. Ich meine, wir kamen hier hin, er hatte die Gitarren schon gereampt und das war einfach schon übertrieben fett. Dan Cornef, der jeden Tag von 10 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts an unseren Sachen arbeitet und danach sogar noch mit uns anstößt und also dann sich die Videos anguckt, die wir gedreht haben und uns dann, ja, was macht der Halloween und über solche Sachen quatscht eben und so. The motivation is the fear of, you know, putting something out there and someone not liking it. And because of that, you know, everybody wants everyone to like them and like what they're doing. And just the thought of, like, not doing something the best that you could do or not doing something up to par, that's what keeps me up at night. And that's what keeps me in the studio till late, late hours. Also ich habe 2 Wochen vorher, bevor der ganze Trip hier nach New York überhaupt losging, habe ich erstmal die Nachricht von Redfield bekommen, hey, hast du nicht spontan Bock, nach New York zu fliegen? Habe ich natürlich gesagt, nee, auf gar keinen Fall mache ich das. Da haben wir uns relativ schnell dafür entschieden, dass wir eigentlich nur ein Story-Video machen wollen, wo wir das ganze Flair und die Atmosphäre der Stadt auffangen wollen, aufsaugen wollen. Ja, am Times Square ein Video zu drehen, das war echt der Hammer, also das kann man einfach nur so sagen. Wenn man mit einer Filmcrew irgendwie über den Times Square läuft und die Leute Platz machen und sehen wollen, was da passiert, das ist ein unfassbares Erlebnis. Who the fuck is he, man? Who the fuck is he? Underneath, I'm screaming, I'm dying. So
Amerika bietet einfach eine Kulisse, die unvergleichbar ist. Wir haben in einer riesigen Stadtmetropole gedreht, wo man nach oben schaut und quasi ehrfürchtig da hochblickt, wie die Wolkenkratzer in den Nebel hinein verschwinden. Und da einfach so ein Musikvideo auf die Beine zu stellen, wo wir nicht genau wussten, überhaupt nicht, welche Locations ganz genau wie überhaupt auswählen. Wir sind hingefahren und geguckt, wo ist es cool. Natürlich wussten wir, Times Square nehmen wir. Besonders, weil der Song für mich auch eine wirklich persönliche Bedeutung hat, weil verloren zu sein in dieser Welt und das einfach in dieser Menschenmasse wirklich, also du siehst die Menschen an dir vorbeilaufen, die Lichter überall flackern, da war an ein oder anderen Stelle schon mal so die Träne am Anschlag, wenn man das so sagen darf. Ja, abgesehen vom Times Square haben wir auch an anderen Plätzen gedreht, wie zum Beispiel der High Line, im Central Park oder der Brooklyn Bridge. In der Single hat jeder von uns in der Band ja auch so eine kleine Einzelpassage und ja, ich durfte an der Brooklyn Bridge eben drehen und ja, da oben wohnt auch Darkwing Duck und Darkwing Duck bin ich eben groß geworden und jetzt da zu stehen und quasi jetzt die Vergangenheit oder quasi seinen eigenen Werdegang, also man hat ja dann seine Referenz in der Vergangenheit und sich dann da wiederzufinden, das ist schon eine große Sache für mich gewesen. Weil wirklich jeder war ambitioniert dabei, jeder hat Vollgas gegeben. Der Nico zum Beispiel, wir waren am ersten Tag im prasselnden Regen, standen wir auf dem Times Square und der hat sich einfach trotzdem mit kaum Schlaf da mitten drauf gestellt. Ist halt die Stadt, die niemand schläft, ne? Haben wir das Motto super umgesetzt. Den ganzen Tag durch die Stadt zu laufen, wo überall ganz, ganz viele Menschen sind, muss uns die ganze Zeit dann noch immer ertragen und ja, und weiß aber auch genau, was er macht, muss dann auch kreativ sein und hat dann dieses ästhetische Auge und fängt die Sache einfach perfekt ein. Und das ist einfach das ist erstmal eine Leistung. Und das sind so viele Fäden, die einfach da zusammenfinden und die dann ein Ganzes ergeben. Und darauf muss ich sagen, bin ich auch sehr stolz, dass das so auch als Team funktioniert. Ich bin absolut begeistert. Also so ein Trip nach New York macht man nicht alle Tage. Wer fliegt schon mal mit einem Helikopter über New York und kann die Stadt von oben filmen? Also es sind für mich Highlights gewesen, die ich nie vergessen werde und das wird uns alle, glaube ich, noch für immer in Erinnerung bleiben. I've seen myself tonight. While the sky is clear and the stars shine bright. Da kann ich, glaube ich, für uns alle sprechen, dass das wirklich die größte Erfahrung ist, die wir bisher gemacht haben und die uns auch als Band ganz, ganz weit nach vorne gebracht hat, also wie wir als Gemeinschaft gewachsen sind. Und das ist nicht nur, dass wir als Band natürlich irgendwie mit Leidenschaft und mit Herz in die Sache rangehen und das beste mögliche Ergebnis haben wollen, sondern auch das ganze Team. Ja, es war für mich auf jeden Fall eine der schönsten Erfahrungen, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Ja, was wir machen, weiß ich eigentlich auch nicht. Central Park an der Brooklyn Bridge und Bitch, habe ich gesagt.